Endlich ist es soweit. Episode 6, der große Knall von Andor, erwartet uns. Und ohne viel rumzureden, wir gehen rein. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Folge Nummer 6 von Andor. Heute wird es anscheinend richtig knallen. Es war ein großer Aufbau wieder in den letzten Folgen zu diesem einen Moment. Wir schauen gemeinsam rein. Der Hund ist anscheinend auch schon richtig aufgeregt. Let's go. Also ich denke, wir können uns alle einig sein, dass wir heute einiges an Action erwarten. Alles ist bisher auf diesen einen Moment hinausgelaufen und es ist erst die Hälfte der Staffel. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, die Leute, die Action suchen, nicht nur die Story, die werden ab heute ziemlich belohnt. Die ganzen Charaktere, die jetzt auch aufgebaut worden sind von seiner Truppe. Ich bin mir immer noch nicht sicher, sterben die oder bleiben die am Leben und wir sehen die einige Folgen weiter. Ich konnte nicht schlafen. Ich muss aber hellwach sein. Die Aufregung wird das schon regeln. Ich glaube an etwas. Wieso bin ich dann so unruhig? Du glaubst an nichts. Ich schreibe, wenn ich nicht schlafen kann. Hab heute Nacht über dich geschrieben. Die Aufgabe eines Söldners im galaktischen Freiheitskampf. Waffen sind Werkzeuge und ihre Benutzer sind im weitesten Sinne Vermögenswerte, die wir zu unserem Vorteil nutzen können. Interessanter Ansatz. Für das Imperium gibt es keine Regeln. Und wo liegt mein Irrtum? Die sind zu ignorant, um zu lernen. Weil du für die unbedeutend bist. Vielleicht denken die morgen anders darüber. Wie hast du dagegen eine Chance? Du wirst schlafen, wenn es vorbei ist. Die ersten Wachposten. Ein primitives Volk. Auf praktischer Ebene bereitet es ihnen große Probleme, mehrere Dinge parallel zu bedenken. Die Dani würden eher verlieren, lieber leiden, als sich mit etwas abzufinden. Wie ist der Stand, Lieutenant? Wir haben letzte Nacht 60 gezählt, Sir. Es ist noch gar nicht lange her, da waren da draußen 15.000 von denen. Es ist dennoch ihr heiliges Tal, oder nicht? Sie brauchen doch willige Arbeitskräfte, um all ihre Pläne zu verwirklichen. Interessante Ansätze. Das Auge, Colonel. Sie werden begeistert sein. Ein Spektakel, das in jeder Hinsicht himmlisch ist. Trailer-Szene. Ich will die ganze Zeit dieses Auge sehen. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, ne? Hauptsache dieses Auge. Wie sieht das denn aus, dass das so cool wäre? Wie schätzt ist alles gesichert? Ich habe 30 Wachen von Alkenzi abkommandiert. Sie bewachen den inneren Bereich. Echo 1. Echo 1. Immer noch keine Sturmtruppen. Was ist das? Ein Feldkomm, ein Kampffunkgerät. Steinteil 1, Steinteil 1, Steinteil 1 auf Empfang. 1, ah, da sind sie ja. Die hatten uns ja gefragt, was haben die beiden jetzt zu tun, ne? Bestätigt, sind bereit, Echo. Wiederhole, sind bereit. Steinteil 1, Ende. Der Teil in der Entfernung. Was in anderen Serien immer so, jo, das ist etwas, was ich in 5 Minuten zerstöre, ist das hier halt Folgenaufbau. Viel kleiner, dieser ganze Umfang. Bewegung, kommt schon! Was ist dieses Event? Das ist jetzt kein Schiff gewesen oder sowas, ne? Irgendeiner Beobachtungsposten hier. Die Gäste treffen gerade ein. Information! Ruhig und gesittet! Immer noch irgendwie komisch, diese normalen imperialen Soldaten. Du bist jetzt ein Soldat, Clem. Diese Leute hassen uns. Und nicht vergessen, wir gehören hierher. Ob das auffliegt? Aber das Design von imperialen Soldaten, so wie es jetzt Live-Action dargestellt wird, ist gar nicht so schlimm. Also ich finde das ganz cool eigentlich. Oh, seht mal. Na kommt. Zurück zur Basis. Eskorte, Abmarsch! Quasi als Hintereskorte. Tja, ja, ist ja scheiße gelaufen. Das wurde alles falsch aufbewahrt. Die Schärpe ist eingegangen. Oder du bist in die Breite gegangen. Kritisch. Du gibst heute Abend dein Bestes und wenn es dich umbringt. Ich freue mich schon sehr darauf. Der Gürtel ist einfach... Diese weltlichen Probleme. Großartig. Quigara Pusbenfatjon. Ridoli Fitachlur. Snofrang. Lass sie passieren. Vorwärts! Details im Hintergrund. Was passiert jetzt? Es ist jetzt wirklich so eine Spannung. Trupp 1, 2 und 4, ihr bleibt heute Nacht hier draußen. Trupp 3, bereithalten. Rechts um. Abmarsch. Okay, die gehen jetzt quasi durchs Wasser.
Sieht sehr cool aus. Merkt auch keine musikalische Untermalung gerade. Ah, das Fell. Hat sie sich schon gemeldet? Noch nicht. Das ist eure Ausrede? Da sind sie. Ach, diese imperialen Tauchanzüge, die sie haben. Und Achtung! Corporal, Sie übernehmen das Reden, ja? Leute. Nein, die machen den Laden gerade dicht. Sehen wir die andere Trailer-Szene mit den Seilen? Boom. Ja, wir sehen sie. Oh, Leute, jetzt geht's richtig los. Seid ihr im Zielgebiet? Ja, wir sind im Zielgebiet. Los! Los, wir gehen rein. Da haben wir sie. Eine der letzten Trailer-Szenen. Vorwärts, Marsch! Aber was kommt jetzt? Also klar, alle Leute sind nicht mehr da. Aber es wird bald einfacher. Der Druck ist einfach so groß. Ist ein wenig hochgestochen. Jetzt geht's los. Nein, nein. Auf den Boden. Was hat das alles zu bedeuten? Halten Sie die Klappe. Keine Bewegung. Lassen Sie den Jungen sofort gehen. Cinta ist eine Bitch. Ihr kommt ja nie wieder raus. Wie sieht Zauberfeuer? Nochmal hier rein, nicht? Knallpulver. Das ist Irrsinn. Oder wir sterben alle. Wir liegen hinterm Zeitplan. Los, bringen wir es zu Ende. Wir brauchen Ihre Hand für den Sensor. Wir gewinnen oder alle werden sterben. Bitte tu, was die sagen. Ist das eine Bombe? Ist das ein Sender? Ist das ein Störer? Ein Störer. Verzeihung, wir haben gerade ein Problem mit den Comps. Hände weg von der Konsole. Aufstehen! Oh shit, los, ey. Kommt mir so vor wie so eine Gruppe Erzieherin in der Kita. Sie kommen mit uns, die anderen bleiben hier. Ihre Comps wurden abgeschaltet. Ihr tötet uns sowieso. Oh, weil ihr das so macht, oder? Wenn wir haben, was wir wollen, kommen alle unbeschadet davon. Versprich mir, dass dir nichts geschieht. Die werden sterben. Die Musik zieht wieder langsam an. Habt ihr auch Probleme mit euren Cons? Haben den Geist aufgegeben. Die Alkenzi-Leitung ist noch funktionstüchtig. Seltsam, oder? Es ist immer noch nicht klar, dass Lieutenant Gorn der Verräter ist für die Imperialen. Bisher ist es rein logiktechnisch echt okay. Kommandant anwesend. In Reih und Glied. Hände hinter den Kopf. Auch, dass sie als erstes reingehen, ob da noch jemand drin ist. Es ist ein Überfall. Bewegung. Haben bereits getötet. Deshalb bitte ich Sie eindringlich zu kooperieren. Ihr werdet uns jetzt so schnell wie möglich beim Beladen helfen. Verstanden? Hoch mit euch. Los geht's. Funktioniert's noch? Der Navigator. Oh, das ist so cool. Aber wir wissen, der Kontakt zum Alkenzi-Stützpunkt ist nicht abgerissen von oben. Rüber zu den anderen. Ich kontrolliere nur das Tor. Wird's bald. Here comes the money. Los geht's. Wie viele Kredits sind das? Wir laden jetzt den Frachter. Oh oh. Alkenzi lässt nicht lange auf sich warten. Es geht doch schief. Und der alte Mann freut sich einfach da zu sein und... Oh, jetzt müssen sie... Gent Gorn ist auch da. Wo geht's hin? Runter in den Tresorraum! Wir verpassen das Auge! Macht schon! Bewegung! Weiter beladen! Was passiert? Jetzt raus hier! Weiter beladen! Und Häuptling großer Speer ist einfach gut am Start. Oh oh. Das Auge ist das Grüne, nicht die Kometen.
Holy shit. Wir haben es fast geschafft. Ich dachte schon, ihr werdet gestartet. Wir müssen uns beeilen. Lieutenant Gorn ist ein Verräter. Dafür wird man sie hängen. Da verdiene ich weit Schlimmeres. Komm schon! Ach du Scheiße. Air Command? Das sieht aber schon anders aus als die normale Basis da unten. Holy moly. Was geht hier vor? Feuer frei. Sie sind nicht auf Ihrem Posten, Corporal. Verzeihung, Sir. Sagen Sie ihm, dass er gehen muss. Sir? Herzinfarkt. Nope. Ist Gorn jetzt gerade down gegangen? Da ist noch ein Soldat. Bin hier festgenagelt. Feuerschutz. Jetzt hätte der Wilhelm-Scream gepasst. Da sterben einige von. Guter Schuss. Scheiße, ey. Also wenn das nicht genug Action war, da weiß ich auch nicht. Und verdammt nochmal gut gemacht. Es können Leute treffen vom Imperium. Es können Leute sterben. Das ist nicht irgendwie Pillepalle. Und es ist noch nicht vorbei. Autsch. Rückenmark durchtrennt. Ich brauche eine Flugbahn. Nicht gleich. Das ist ein Blindflug. Du kannst ja froh sein, dass da durch dieses ganze Getingeltangel nicht mal die Zielcomputer der TIE Fighter richtig funktionieren. Fuck, Mann! Die sind nicht so stabil wie dieser Rhino-Frachter. Und was macht sie jetzt? Sie ist da alleine geblieben? Fuck! Ich muss wissen, wo wir hinfliegen. Ist er noch bei uns? Ja, da ist dieser Arzt. Der ist Teil des Notfallplans. Aber sie will die Mission nicht gefährden. Wie kommen wir zu diesem Arzt? Schwierig. Ganz schwierig, Leute. Also Maskanata-Augen. Ah! Denkst du, er kommt durch? Vielleicht hat er Glück. Glück treibt die ganze verdammte Galaxis an, nicht wahr? Die Serie liegt einem sehr wie ein Stein im Magen. Ungefähr 80 Millionen. 80 Millionen Kredits. Du bist hier, um zu gewinnen und zu verschwinden. Nein. Lass ihn bitte kein Arschloch sein. 40 Millionen für jeden von uns. Sag nicht, du hast noch nicht drüber nachgedacht. Den Frachter kann ich leider nicht fliegen, aber ich habe ein sicheres Versteck für uns. Mhm, dann bist du der Nächste, der im Rücken geschossen wird. Zusammen gehen wir hier als Gewinner raus. Dann also keine Rebellion für dich? Oh, ich bin ein Rebell, aber für mich heißt es, ich gegen einfach alle. Und wie passe ich da ins Bild? 40 Millionen Kredits reichen mir, um dich zu vergessen. Dein Bruder, Pfefferbäum? Ich habe keinen Bruder. Jetzt spiel dir nicht den Idealisten. Das war mein erster Gedanke, als du ins Lager kamst. Du bist genau wie ich. Ich sehe es. Ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Da ist ein Mond 8 Parsec entfernt, unbesiedelt. Wir werden dort landen, den Gewinn aufteilen. Danke, dass Sie es versucht haben. What? Und dann sind es nur noch zwei. Es geht nicht um Sie, Doc. Ich gebe Ihnen 30.000 Kredits für das Schiff im Schuppen. Skeen! Er ist tot. Er wollte das Geld behalten und euch zurücklassen. Bastard! Ich nehme mir meinen Anteil. Die Summe, die mir versprochen wurde. Überlasse dir den Frachter und das, was an Bord ist. Gib den hier deinem Freund zurück. Warte. Nemics Manifest. Er sagte, ich soll es dir geben. Oh nein, Alter. Was ist das bitte für eine Serie? Das ganze Team ist auf so menschliche, unspektakuläre Art gestorben. Ich will, dass ihr der Sternensektor und planetare Notfallvergeltungsplan in diesem Haus... Der Vorschlag von Senator Dow ist ebenso gemäßigt wie zeitgemäß. Senator! Der Senat, Leute! Dass ein Druckmittel ist zur Unterjochung des Volkes von Gormen. Mein Gesetzentwurf richtet sich gegen die Unver... Niemand ist da und niemand stimmt dafür. Und man merkt so langsam,
Das interessiert die gar nicht. Das ist ein Devaron-Blau. Darauf befindet sich eine Inschrift. In einer Sprache, die niemand mehr kennt. Hätten Sie auch was von Aldani? Wie bitte? Heftiger Rebellenangriff letzte Nacht. Alle schreiben drüber. Ich sehe mal nach. Vielleicht liegt hier hinten noch was rum. Holy shit, Alter. Was zur Serie? Ich sag, wie es ist. Die Serie ist so wie so ein Klumpen Steine im Magen, der sich immer wieder umdreht. Und du nicht entscheiden kannst, ob du das jetzt total großartig findest oder total bedrückend. Dieses ganze Team, was wir gesehen haben, ist auf total normale Art wie jeder andere Soldat auch umgekommen. Schüsse in den Rücken, auf der Flucht, das Ganze jetzt mit dem Rückenmark noch, der kann nicht durch den Arzt gerettet werden. Dann gibt es den Verräter da drum und die beiden trennen sich auch am Ende, Andor und ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, die Anführerin, weil er sich sagt, nee, das wird mir alles zu viel, aber ich bin kein Arschloch, ich nehme nur das, was mir zusteht und dann bin ich weg. Und all das, wofür sie gekämpft haben, ist irgendwie gewonnen und gleichzeitig auch verloren. Und du merkst auf einmal, dass da sind keine Helden da. Das sind einfach Leute, die versuchen, wie man sagt, man so schön, ihren Weg durch die Galaxis zu finden. Und aus dem Augenscheinlichen für eine gute Sache wurde hier jeder für sich selbst und das pure Überleben. Und das Imperium passt das natürlich auf als große Rebellenaktion. Aber im Endeffekt ist das koordiniertes Überleben. Die Serie ist ganz anders als alles andere in Star Wars. Und das war für mich mit Abstand die beste Episode bisher. Es hat sich gelohnt, dass alles aufgebaut ist. Und es ist halt nur die Hälfte. Es ist halt nur der Abschluss des zweiten Arcs. Hier bekommen wir insgesamt. Ich gebe zu, die Serie hat ihre Längen. Und ja, wenn man nicht auf alles achtet und so, ne, vielleicht Content dazu macht, da muss man vielleicht manchmal so ein bisschen aufpassen, dass man alles mitbekommt. Aber sowas hier entschädigt. Also ich, toll. Wirklich toll. Heute Abend gibt es noch einen Livestream hier, denke ich mal, mit allen anderen YouTubern und dann werden wir darüber quatschen. Euch auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich tatsächlich schon sehr auf Episode 7. Daumen nach oben, abonnieren und möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.